Marc Gautsch, ihr seid jetzt ziemlich lange noch in der Kabine drin. Ich denke, der Hans Kostmann hat euch noch etwas erzählt. Ja, logischerweise, aber das ist sicher teamintern und es hat eine Gegenläufigkeit rausgegeben. Jetzt hier in Bern 2-1 verloren. Wenn man zu Bern nur 2 Goal kassiert, müssen wir fast selber einen Punkt holen, oder? Ja, ob jetzt 2 oder 10 bekommst, verloren ist verloren. Sicherlich habe ich das Gefühl, sind wir die beste Mannschaft heute Abend, aber wie so oft durch kleine Details entscheiden. Offensiv machen wir recht wenig momentan. Wir haben, glaube ich, nicht mal 2 Goal im Schnitt. So ist es extrem schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Was sind denn das für kleine Details, die Sie heute Abend ausgemacht haben? Ja, ich würde sagen, wir haben das erste Goal ist von einem Linienwechsel rausgekommen. Schlecht gewechselt, Schiebe ist raus, Stürme sich wechseln und dann sind wir nicht zurück, haben nicht zurückgemacht. Es ist allgemein, wir verlieren viel Schiebe auf der blauen Linie, offensive Linie. Und da haben wir wenig Zeit in der Offensivzone. Und das man natürlich merken, dass die immer noch hängen nach dem Sack. Jetzt Berner haben ihren Slot sehr gut verteidigt. Müsstet ihr als Verteidiger hinten nachher nicht mehr machen und mehr Schüsse aufs Goal bringen? Ja, logischerweise, wir müssen mehr schießen, das ist klar. Heute, wir wissen nicht, wenn ich Schüsse gehe, aber das andere ist halt, wenn wir hier auf der Offensivzone sind, ist es schwierig zu schießen, oder? Und ich denke, sie müssen verbessern. Es ist schieben schnell auf Verteidigung müssen kommen, sowieso gegen Mannschaften wie Bern, die extrem eng vor dem Slot spielen. Und das muss die Lösung sein, ja. Aber du sagst, es sind ein Haufen Details, die hier nicht so gut gegangen sind. Ihr habt im Boxplay ein Goal bekommen. Es war das erste Boxplay-Goal, das ihr diese Saison bekommen habt. Im Vergleich zu letztem Jahr eine gewaltige Steigerung. Ja, momentlich sind wir, glaube ich, nicht so viele Strafen gehabt. Letztes Jahr haben wir extrem viele Strafen gehabt. Dieses Jahr sind sie vielleicht 2-3 im Schnitt, also immer. Aber es ist klar, wir haben viele Stürme, viele Verteidiger, die den Boxball spielen können. Das müssen wir sicher aggressiv spielen und dem Gegner wenig Zeit lassen. Und das haben wir bis jetzt gut gemacht. Aber heute ist das Leben zu gehen wie ein Goal gewesen. Und so ist entschieden, ja. Du hast es angesprochen, ihr habt sehr wenig Strafen genommen diese Saison im Vergleich zur letzten Saison. Ihr spielt generell sehr diszipliniert bis jetzt, oder? Ja, aber wie gesagt, Boxspielen braucht extrem viel Energie und das tut immer das Momentum von der ganzen Mannschaft. Dadurch sind wir immer negativ, in Rückstand, was auch immer, oder? Benachteiligt. Und, ja, Disziplin, das ist, was wir sicher müssen anlegen müssen, wenn wir eine Chance haben zum Gewinnen. Jetzt das Powerplay ist dann gerade wieder die andere Seite von der Statistik, wo wir bis jetzt noch kein einziges Goal haben können erzielen. Was scheitert es im Moment? Ja, wenn ich es wüsste, würde ich mir sicher Goal schiessen.